Die Zuweisung hatte ich ja gerade schon angeführt, denn in dem Beispiel vorhin haben wir sie ja auch schon gesehen. Die Zuweisung dient dazu, variablen Werte zu ändern. Das heißt, man hat ja eine Variable angelegt und dieser Variablen bei der Initialisierung einen initialen Wert zugewiesen. Aber man möchte natürlich den Wert, der in einer Variablen abgespeichert ist, auch ändern können. Und das kann man machen über die Zuweisung. Die Zuweisung sieht syntaktisch so aus. Auf der linken Seite des sogenannten Zuweisungsoperators, das ist das einfache Gleichzeichen, steht ein Variablenname. Und auf der rechten Seite steht ein Ausdruck. Und dann kommt ein Semikolon. Wenn ich eine solche Zuweisung ausführe, passiert Folgendes. Zunächst wird der Ausdruck berechnet. Der liefert ja einen Wert. Und der berechnete Wert wird in der Variablen gespeichert. Der alte Wert der Variablen geht dabei verloren. In einer Variablen kann zu einem Zeitpunkt nur immer ein Wert gespeichert werden. Schauen wir uns das mal ein Beispiel an. Int Schritte gleich 3. Hier wird eine Variable Anzahl definiert und festgelegt, dass in dieser Variablen ganze Zahlen abgespeichert werden können. Anfangs bekommt die Variable den Wert 3 zugewiesen bei der Initialisierung. Jetzt kommt eine Zuweisung. Links steht eine Variable, links vom Gleichoperator, dem Zuweisungsoperator, und rechts steht ein Ausdruck. Dieser Ausdruck ist ein Literal. Dieses Literal liefert den Wert 5. Dieser Wert 5 wird jetzt gemäß der Semantik hier, wird in der Variablen Schritte gespeichert. Das heißt, nach dieser Anweisung, wenn ich diese Anweisung der Reihe noch ausführe, steht in der Variablen Schritte nicht mehr der Wert 3, sondern der Wert 5. Die dritte Anweisung ist Schritte gleich Schritte plus 1. Ist wiederum eine Zuweisung. Links vom Zuweisungsoperator steht die Variable Schritte und rechts steht ein Ausdruck. Das ist ein schon etwas komplexerer Ausdruck, nämlich ein Ausdruck, der gebildet wird aus dem Additionsoperator und zwei Operanden, die addiert werden. Hier steht jetzt eine Variable. Und wenn in einem Ausdruck eine Variable auftritt, wird dieser Ausdruck liefern dem Wert, der aktuell in der Variablen gespeichert ist. Das ist aber nach dieser Anweisung der Wert 5. Der Wert des Literals 1 ist 1, also wird hier berechnet 5 plus 1 ergibt 6. Und dieser Wert ist der Wert des berechneten Ausdrucks, wenn ich mir das syntaktisch hier anschaue. Dieser Wert 6 wird der Variablen Schritte zugeordnet. Das heißt, nach dieser Anweisung ist in der Variablen Schritte der Wert 6 gespeichert. Jetzt kommt eine vierte Zuweisung. Schritte gleich 5 mal Schritte minus 2. Hier sind jetzt Klammern, die die Präzedenz abändern. Da kommen wir aber gleich noch zu. Und was hier gemacht wird, hier wird berechnet 5 mal Schritte minus 2. Schritte enthält aber gerade den Wert 6. Das heißt, hier wird 6 minus 2 berechnet. 6 minus 2 sind 4. Und 5 mal 4 berechnet den Wert 20. Das heißt, letztendlich wird hier der Wert 20 berechnet und der Variablen Schritte zugewiesen. Das heißt, in der Variablen Schritte ist jetzt der Wert 20 gespeichert.